Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Wir spielen Battlefield Gothic Armada 2 mit den Menschen, den Space Marines, der Imperialen Garde oder wie sie sich auch mal schimpfen mögen. Und ja, wir werden jetzt hier das Chaos mal wieder in den Hintertreten. Ich mache doch keine Autoschlacht. Ich war am Überlegen, aber die haben eine Waffenplattform und darum weiß ich nicht, wie die KI sich verhält. Ich habe aber mal jetzt häufiger vor, mehr Autoschlachten zu machen. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie sich die Autoschlachten da verhalten. Ist ja von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Bei Total War weiß ich ungefähr, wie das funktioniert. Ob sie gut sind oder nicht. Hier müsste man sich das nochmal genauer angucken. So, und hier fehlt wieder mein Imperial Fist Schiff. Warum? Warum kommt das einfach nicht? Im Ausmenü wird es mir angezeigt und hier nicht. Ich verstehe es nicht. Sind wir zu stark? Ich habe keine Ahnung. Es wird hier ein nicht gesagt. Ich sehe nur, Imperial Fist haben wir. Aber jetzt greifen wir wieder quasi in Unterzahl an, oder? Einnehmen müssen wir auch diesmal. We wait your command. Energie. Underway. Da ist die Waffenplattform, die automatisch einnimmt. Mhm. Ganz schön zu sehen. Das heißt. Ship ready. Hier kommt er auch. Heading acknowledged. Meine Entschuldigung, ist die falsche. We wait your command. The enemy has seized a strategic area. Mal, the enemy eins. Has seized a strategic area. Du bist meine 2. So, und die 1. Bitte hierhin. Coordinates acknowledged. Energie. Spur ein bisschen vor. Ah, die ballern auf ihn. Die Waffenplattformen nehmen hier quasi ein. Das ist ganz schön fies. Das heißt, wir müssen uns diesen Waffenplattform stellen. Er hat gleich 2 davon. Und gehen wieder auf meinen großen. Ja, jetzt zerstören wir mal. Abfangjäger vielleicht. You have seized a strategic area. Genau, dann beschäftigen sie sich selber. Da kommen gleich 2 Feinde. Your orders? Du hast eingenommen. Dann ab zum nächsten. Setting course. Und Energie. All ahead full. Oh. Sind sie gleich alle. Enemy sighted. Enemy sighted. Surprise, mein Großer. Oh, wir haben gleich 3 Schiffe verloren. Sicher. We serve. Alle mal auf ihn, der ist eh schon geschwächt. Autofeuer. Course engaged. Er nimmt den Punkt noch ein. Your Deck orders? Vernichtet. Ach du Scheiße. Das ist mein Zweifel. Oh, Triebwerke beschädigt. Show us the enemy. Initiate Thunderhawk Bombardment. Los, komm da ran. Setting course. You have seized a strategic area. Schick mal noch Torpedos hinterher. Course engaged. Und. Enemy sighted. So. Ship ready. Reporting successful boarding action. Mal ganz kurz auf Pause. Du hast den Punkt. We wait your command. Da sind keine Punkte mehr. Hier auch nicht. Gut. Das heißt, du kannst ihn angreifen.
For the Emperor. I, Admiral. Reparatur. We stand ready. Müssen den irgendwie wegkriegen. Changing course. We wait your command. Aye, Admiral. Das ist mein kleiner. Kommst ship auch mal. Ready. We serve. Okay. Ship ready. I am listening. Aber müssen sie Jäger richten, aber die werden gleich abgefangen. Und hier fällt ihr an den Punkt verloren. Enemy sighted! Engaging! The enemy has accumulated 25% of strategic points. So, ich schicke einfach mal hier den letzten Schwarm. Einer kommt an. Targeting enemy vessel! Your orders? You have accumulated 25% of strategic points. Wir brennen. Das ist ganz schön scheiße. Initiate emergency repairs. Ich spring jetzt mal vor. Scheiße, target locked in. Understood. Ruhe, wir ran. Nicht will, ich hätte würde gerne. Schade. Nicht ganz geschafft. Heading acknowledged. So, du kannst das wieder einnehmen. Maximum burn. Oh, nicht gegenseitig. Give us purpose. Repositioning. Auf ihm. Aye, Admiral. Damage teams, begin repairs now. So, bei denen machen wir auch die Triebwerke, wenn es geht. Geht nicht. Der ist gut zu klein, können wir uns nicht aussuchen. Ship ready! So, mein guter Plasma-Bomber. Die wird zu jagen. Ja, komm, trau dich. Hammer. We wait your command. Gut. Dann gegen die. For the Emperor. We serve. Ist auch wieder dabei. Engaging target. Noch ist unentschieden fast. Wir müssen eine Plattform kaputt machen. Nummer 1 sage ich Energie. You have seized a strategic area. Das macht es natürlich doch ein bisschen schwerer, wenn so eine Mission drankommt und die Plattform automatisch Position eingenommen haben. So. Du kannst jetzt mit unterstützen. Where shall we strike? So. Eine Turmbombe. Was macht die nochmal? Das Flaggschiff aktiviert eine auch. Ja, egal, Destruktor, ne? Der auf alle feindlichen Schiffe auf dem Schlachtfeld wirkt. Jedes betroffene Schiff in der Reichweite wird in 45 Minuten entfernt. Nein. Ah, die dann brauchen einfach zu lange. Initiate Thunderhawk Bombardment! Deflektorschild aktivieren. You have accumulated 50% of strategic points. So. I, Admiral. Ihr Süßen seid mir einfach zu langsam. Das ist vielleicht eine Idee. We stand ready. Mal ein bisschen. Nicht, dass du mir hier in die Torpedos fährst. Vielleicht treffen wir ja irgendwie ein, zwei Torpedoline. Wüste. Na, fast doch zwei haben getroffen. Hat doch funktioniert. Ship ready. Alles gut. Targeting enemy vessel.
We wait your command. The enemy has accumulated 50% of strategic points. Nicht, dass sie zusammenstößt. So. Engaging engines. Genau, schneller nachladen. Reloading. Underway. Maximum Burn! Jetzt haben wir Feuer an Bord. Initiate emergency repairs. We serve. So, wenn alle diesen Punkt einnehmen. Oder? Das RAM beschleunigt manchmal einige Sachen. Enemy defense platform destroyed. Your orders? Aye, Admiral. Könnt ihr abdrehen schon mal Richtung der anderen Plattform? Obwohl ich nicht glaube, dass wir die noch kriegen. You have accumulated 75% of strategic points. Coordinates acknowledged. So, sprühen wir ein bisschen vor. Ship ready. All ahead full. You have seized a strategic area. Changing course. Space Marine Schiff ist schon wieder so am schnellsten. You are close to victory by strategic points. Ich warte mal. Hold advance! Du bleibst, wo du wartest. Ui, sieht sehr eng aus. Ich glaube, da kommen wir gar nicht mehr hin. Ja, das war's. Dann hat die eine Plattform Glück gehabt und hat überlebt. Sieg auf ganzer Linie. Man muss wieder aber dicke repariert werden. Oh, das wird wahrscheinlich dauern, ne? Auch wieder nur 6% Rekrutierung. Hat auch mal 3 verloren, da die Hälfte wieder. Also die Dauntless da mit diesem, weiß ich nicht, ich glaube Torpedos sind, glaube ich, vielleicht doch besser. Oder vielleicht kriege ich nicht mit, dass er dick Schaden macht, aber umhauen tut es mich nicht und wir haben eindeutig zu wenig Geld. Und ich glaube langsam echt, ich ziehe die Flotte da ab. Was haben wir hier für eine Eigenschaft? Strafkolonie. Dieser Bonus wird für jede verbündete Makropolwelt um 1 erhöht. Hätte sein können, dass wir doch Truppenregeneration steigen. Ich glaube, wir ziehen uns da erstmal zurück und nehmen das dann ein. Wo hier nur begrenzt Einheiten rankommen. Das ist irgendwie gesperrt. Ich glaube, ich ziehe den echt ab. Mal gucken, ob sich dann die Kollegen da mal aus dem Arsch bewegen. Ich glaube ja eher nicht. Er hat auch Waffenplattform.
noch nicht vollständig geheilt. Die haben auch nur zwei Slots. Da auch nur zwei. Wie scheiße ist das denn, ey? Da haben wir auch nur zwei. Ey, ihr Schweine! Kann ich die Flotten miteinander irgendwie kombinieren? Dass dieses Schiff vielleicht eine andere Flotte zugeordnet wird? Lassen Sie das Schiff um 25% des Wertes in Rohstoffen zu. Ah, das ist doch kacke. Kann ich das nicht in andere Flotten transferieren? Sind doch alle im selben Sektor. Weil sonst muss ich ja wirklich die zerschrotten und. Ne, wenn ich draufklicke, geht er automatisch in diese Geschichte rein. Ist meine Maus gerade weg? Hallo Maus. Ja, gut zu wissen. Meine Maus spackt rum. Wo ist die denn hin? Ne, Maus hat Batterie noch an. Jetzt ist sie wieder da. Wunderbar. Scheiß Funkmäuse. Was passiert, wenn ich ihn zum Flaggschiff mache? Dann ist er halt das Flaggschiff. Nichts Besonderes. Dann bist du wieder das Flaggschiff. Ey, ich will jetzt nicht einfach zerschrotten und wieder neu bauen. Das macht doch keinen Sinn. Das ist doch echt doof. Warum sehe ich nie dieses Schiff? Wir müssten jetzt theoretisch zwei gelbe Schiffe dann haben. Aber sehen wir ja auch irgendwie nie. Das ist, scheint aber echt so gewollt zu sein, dass du wirklich die Schiffe dann zerschrottest oder was? Leider mal gucken, was ich da für kriege. War das aber nur, ne? Entlasten Sie das Schiff um 25%, das wäre das, das ist ein Witz. Von 170 kriege ich echt einen Klacks wieder. Kann ich ein Schiff bauen? Uhu. Also das ging früher auf jeden Fall, dass man untereinander Schiffe verteilen konnte. Ich sehe jetzt auch nicht, wo das Problem sein soll, das einfach nicht zu machen. Dieses Verschrotten ist dann voll Kacke. Ich wusste nicht, dass der Feind da so viele Felder blockieren kann. Achso, noch einmal Luna-Klasse darf ich nicht, oder was? Schade. Ach, es gibt auch einen Flottenwert. Den habe ich nicht bedacht. Der hat maximal 400. Der wahrscheinlich auch. Passt auf. Und er auch. Das habe ich nicht bedacht. Das heißt, ja, hier können wir nur noch kleine Schiffe kaufen. Das dürfte ja schon gar nicht reinpassen, die Nova-Klasse mit 64.
Gladius hat einfach nur zwei Doppelmakro und du hast Torpedowerfer. Dann nimm mal dich hier rein, dann bist du fast voll. Zweihundert haben wir noch. Tja. Oh, hier haben wir ganz viele kleine Schiffe. Firestorm war, glaube ich, Rakete, ne? Ne, Firestorm war Lanzenbatterie. Swords. Torpedos. Cobra. Torpedos. Hält aber nicht viel aus. Ich überlege gerade. Ne, zwei kriegen wir nicht unter. Sensoren, nur Torpedos. Scanner 13.000. Ich guck gerade nur, was ich gebrauchen könnte. Firestorm haben wir ja schon. Vielleicht hier sowas als Scout und Scanner. Ach komm, ich nehme dich jetzt. Tja. Das war doof gedacht am Anfang. Gut, dann nehmen wir jetzt einen von den beiden Sektoren ein. Ich würde sagen, erstmal ihmchen. Aber wir müssen uns hier noch echt die Wunden lecken. Wenn wir hier was rekrutieren, können wir nicht. Das dauert einfach noch. Ich glaube, ein, zwei Runden würde ich dann einfach so nochmal spielen und dann nächstes Mal geht's dann weiter, wenn wir Cantreal einnehmen wollen. Ach, müssen wir eh Cantreal und Cardia. Aber, wie gesagt, nach Cantreal kommt Ihmchen. Und wenn wir Ihmchen haben, dann kommt, gehen wir hier rein. Also, abonnieren, liken nicht vergessen und reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.